Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute mit einer Serie beginnen, die sehr wichtig ist zu verstehen, und nämlich die Frage, welche alttestamentlichen Gesetze heute noch für uns Christen gültig sind. Und da gibt es sehr viele verschiedene Ideen, sehr viele verschiedene Auffassungen, und diese Auffassungen haben weitreichende Konsequenzen. Sie haben weitreichende Konsequenzen für unser christliches Leben. Sie haben weitreichende Konsequenzen für die Taufe, wenn man sich auf richtige Weise taufen lassen will. Und nebenbei bemerkt, einige haben mich gefragt, was man denn so anziehen soll, wenn man sich taufen lassen will. Und wir gehen davon aus, aufgrund von verschiedenen Umständen, dass das Beste ist, ein T-Shirt zu tragen und einen Shorts. Es ist auch so, dass einige sich an uns gewandt haben, um uns kennenzulernen, wenn wir demnächst in Deutschland sein werden. Aber ich möchte Sie bitten, dass Sie uns vielleicht auch Ihre Telefonnummern mitteilen, weil es durchaus möglich ist, dass wenn wir in Deutschland sind, aufgrund von gewissen Umständen, die nicht unserer Kontrolle sind, vielleicht gewisse Änderungen stattfinden könnten. Es wäre also gut, wenn wir Ihre Telefonnummern hätten, um Sie dann kontaktieren zu können. Aber die Frage, die sich heute stellt, die sich eigentlich die ganze Zeit schon gestellt hat, auch wenn wir sie uns nicht gestellt haben, ist, nach welchen Gesetzen, nach welchen Vorschriften sollten wir heute als wahre Christen leben oder als solche, die wahre Christen werden wollen? Sollten wir nach den Traditionen der Juden leben? Sollten wir nach den Traditionen der sogenannten christlichen Kirchen leben, die aber vielfach aus dem Heidentum entnommen worden sind? Was sagt uns die Bibel darüber? Welche alttestamentlichen Gesetze sind heute noch gültig und welche sind nicht gültig? Und wie kann man das begreifen, wie kann man das aus der Bibel her ableiten? Eine grundsätzliche falsche Auffassung ist die, dass Jesus Christus kam, das Alte Testament abzuschaffen, die Gesetze im Alten Testament abzuschaffen, und dass wir lediglich die Gesetze dann heute halten brauchen, die ganz buchstäblich und ausdrücklich und klar und deutlich im Neuen Testament erwähnt werden. Und zwar, so ist die Argumentation, nach der Auferstehung Jesu Christi. Nun, die Argumentation ist deshalb schon verkehrt, weil man damit das gesamte Alte Testament zunächst einmal beiseite schiebt. Weil man damit ungefähr 2/3 der Bibel beiseite schiebt. Christus kam und sagte, glaub nicht, ich bin gekommen, das Gesetz abzuschaffen. Ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen, es mit dem wahren Sinngehalt, dem geistlichen Sinngehalt anzufüllen. Also die richtige Argumentation, die richtige Betrachtungsweise ist die, dass man sagen muss, alle Gesetze des Alten Testamentes sind nach wie vor heute für uns gültig, es sei denn, das Neue Testament zeigt uns, entweder buchstäblich oder dem Sinne nach, dass sie heute nicht mehr gültig sind. Und Sie werden überrascht sein, wie viel da geschrieben steht über diese Problematik. Jemand schrieb mir letztens, dass Christus ja das Alte Testament abgeschafft habe, die 10 Gebote abgeschafft habe, und dass er gekommen sei, ein neues Gesetz zu bringen, neue Vorschriften, und letztendlich sind diese neuen Vorschriften identisch mit den alten Vorschriften, bis auf den Sabbat. Schauen Sie, darauf kommt es immer an, darauf läuft es immer hinaus. Menschen, die den Sabbat, das Testgebot Gottes, das 4. Gebot der 10 Gebote, abschaffen wollen, abgeschafft haben, die kommen mit diesen Argumentationen daher, um sich und andere damit zu verführen. Aber sie sind Verführer. Sie lehnen das Gesetz Gottes ab und werden da auch irgendwie letztendlich Rechenschaft für abgeben müssen. Wir müssen allerdings vorsichtig sein mit dieser Betrachtungsweise. Denn einige sagen, also wenn wir zum Beispiel sehen, dass im Millennium, in der Zukunft, nachdem Jesus Christus zurückgekommen ist, gewisse Gesetze gehalten werden, das beweist uns dann, dass diese Gesetze auch heute noch gültig sind. Nun, das beweist es nicht isoliert betrachtet. Es gibt nämlich gewisse Dinge, die im Millennium zunächst einmal wieder geschehen werden, die im Alten Testament geschehen sind, die aber, wie uns das Neue Testament klar und deutlich sagt, heute für Christen keine Anwendung finden. Auch da müssen wir sehr aufpassen, wenn wir uns auf diese Problematik einlassen. So möchte ich zunächst einmal auf die Frage des levitischen Priestertums eingehen. Und des Opfergesetzes. Nun, wir haben alle von dem Opfergesetz gehört, den Opfern im Alten Testament, den Tieropfern, die gebracht werden mussten. Warum wurden diese Opfer gebracht? Und wie sieht es mit dem levitischen Priestertum aus? Hat das heute für uns noch irgendwelche Gültigkeit? Für uns, ich meine jetzt für
bekehrte Christen oder für jene, die bekehrte Christen werden wollen. Nun, die kurze Antwort ist, und das sollte uns allen bereits klar sein, es ist heute nicht erforderlich, Tieropfer zu bringen. Es ist nicht erforderlich, weil Jesus Christus durch seine Aktion, durch seine Taten, durch das, was er tat und lehrte, dies uns deutlich gezeigt hat im Neuen Testament. Schauen wir uns zunächst einmal an in Matthäus Kapitel 26, was in jener letzten Passanacht geschah. Nun, auch das ist wichtig zu verstehen. Jesus Christus hielt mit den Jüngern das jährliche Passa. Das jährliche Passa war ja eines der Festzeiten, der Gegebenheiten, die im Alten Testament beschrieben werden. Es gibt ja 7 jährliche Festtage. Das Passa ist zwar kein Festtag als solcher, aber es war dies eine Gelegenheit, eine befohlene Gelegenheit, sich zusammenzufinden, um damals das Passamahl zu sich zu nehmen. Mit anderen Worten, das Passalamm, das geschlachtet werden sollte, wie das im 2. Buch Mose beschrieben steht. Damals, als das Passalamm geschlachtet wurde, das Blut wurde an die Türpfosten gestrichen, sodass der Würgeengel, der Engel der Zerstörung, nicht in die Häuser der Israeliten eingehen könnte. Aber schauen Sie, das war natürlich symbolisch zu sehen und bezog sich auf das Blut Jesu Christi, der für uns sterben würde als das Passalamm, wie Johannes es sagt, Johannes der Täufer, wie auch Paulus das sagt. Christus war das Passalamm, das für uns gestorben ist. Er ist derjenige, der die Sünden der Welt hinwegträgt. Aber Christus hielt das Passa, das jährliche Passa. Und nirgendwo in der Bibel steht geschrieben, dass wir es heute als bekehrte und getaufte Christen nicht mehr zu halten hätten. Und so lesen wir in Matthäus Kapitel 26, angefangen in Vers 18. Er sprach zu den Jüngern, geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm, der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe, ich will bei dir das Passa feiern mit meinen Jüngern. Vers 19. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passalamm. Und am Abend, Vers 20, setzte er sich zu Tisch mit den 12. Und in anderen Parallelstellen heißt es, dass er sagt, ich habe danach verlangt, mit euch das Passa zu halten, bevor ich leide. Es war also klar und deutlich der Passa-Abend, an dem diese Dinge geschehen. Und einige sagen, es war das Abendmahl. In diesem Falle war es das Abendmahl. Sicherlich, Christus hatte ein Abendmahl gehalten, das Passa-Mahl mit den Jüngern. Aber man muss vorsichtig sein, wenn man heute vom Abendmahl spricht und man meint, man kann zum Beispiel am Sonntag in der Kirche die Kommunion zu sich nehmen oder das Abendmahl. Darum geht es ja keineswegs. Die Bibel sagt uns nirgendwo, dass wir einfach so das Abendmahl oder die Kommunion zu uns nehmen wollen, wenn immer uns danach zumute ist. Es war einmal im Jahr, dass das Passa gehalten wurde. Schauen Sie, hier wird jetzt am Passa-Abend von Jesus Christus die Symbolik verändert. Jetzt ging es nicht mehr darum, in der Zukunft ein Passa-Lamm zu essen. Jetzt geht es darum, die Symbole zu essen, die auf das wahre Passa-Lamm Jesus Christus hindeuteten. Und so sagt er hier in Vers 26, als sie aber alle aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Schauen Sie, Christus bezieht sich hier auf den neuen Bund. Auf den neuen Bund, der besiegelt wird mit Jesus Christus Opfer. Mit seinem Leib und seinem Blut, das vergossen werden würde zur Vergebung der Sünden für viele, für jene, die eben dieses Opfer annehmen würden. Und ab diesem Zeitpunkt sollte dann kein Lamm mehr geschlachtet werden, kein Passamahl mehr zu sich genommen werden. Später würde sogar Paulus den Korinthern sagen, die das scheinbar immer noch getan haben, tut das nicht, esst zu Hause, aber kommt zum Passaabend und nehmt die Symbole des Blutes und des Leibes zu euch. Und tut es auf die würdige Weise, weil wenn ihr es unwürdig tut, wenn ihr nicht begreift, worum es hier eigentlich geht, dann trinkt und esst ihr euch selbst zum Gericht. Aber Christus hat hier den neuen Bund eingeführt. Diesen neuen Bund, diese neue Vertragsverpflichtung sozusagen. Und wenn wir uns jetzt den alten Bund anschauen, und technisch gesehen ging es eigentlich um mehrere Bündnisse im Alten Testament, dann wird uns natürlich gesagt, dass der neue Bund
etwas ermöglicht, was der alte Bund niemals ermöglichen wollte. Der alte Bund, wissen Sie, meine Damen und Herren, hat niemals dazu geführt, dass einem Sünden vergeben werden konnten. Das war niemals die Absicht des alten Bundes. Das war niemals die Absicht des Opfergesetzes, das hier nun Teil wurde dieser alten Bündnisse. Auch das levitische Priestertum, das auch wiederum Teil wurde der alten Bündnisse, war niemals gegeben worden für den Zweck der Vergebung von Sünden. Das war alleine einzig möglich geworden und würde möglich werden durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Es ist durch die Opfer Jesu Christi, das Opfer Jesu Christi, dass wir Vergebung der Sünden erhalten können. Und es ist auch durch das Opfer Jesu Christi, dass wir letztendlich den Heiligen Geist erhalten können. Die Kraft Gottes, die Sünde zu überwinden. Die Kraft Gottes, das Gesetz Gottes, das geistliche Gesetz zu halten. Inklusive den Sabbat, inklusive die Festtage. Die Kraft Gottes, das zu tun, was in Gottes Augen wohlgefällig ist. Weil nun sein Gesetz, schauen Sie, sein Gesetz, das keineswegs abgeschafft ist, in unser Herz geschrieben werden würde. Schauen wir uns dies einmal im Hebräerbrief an. Der Hebräerbrief befasst sich ja sehr eingehend mit dem alten Bund und dem neuen Bund. Und hier in Hebräer Kapitel 10 wird etwas sehr Interessantes gesagt, was dem total widerspricht, was so heute einige von sich geben, die sagen, Christus kam, das Gesetz abzuschaffen. Schauen Sie, was hier Paulus sagt. Hebräer Kapitel 10 und Vers 16. Das ist der Bund, den ich mit Ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht er. Ich will mein Gesetz in Ihr Herz geben und in Ihren Sinn will ich es schreiben und Ihrer Sünden und Ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Schauen Sie, Gott gedenkt unserer Sünden nicht, wenn wir sie bereuen, wenn sie vergeben werden. Nun, Gott hatte dies bereits im Alten Testament verkündet. Das ist nicht nur eine Stelle hier im Neuen Testament. Schauen wir uns Jeremia Kapitel 31 an, die uns bereits sagt, dass dies von vornherein Gottes Absicht war, dass Jesus Christus kommen würde, für uns zu sterben, sodass uns Sündenvergebung zuteil werden könnte, etwas, was der alte Bund niemals uns gezeigt hat oder uns geben wollte. Das war eben, wie gesagt, nicht die Absicht des alten Bundes und der Opfergesetze. Jeremia Kapitel 31, lesen wir die Verse 33 bis 34. Das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will. Schauen Sie, das Haus Israel, was sich natürlich auch auf die physischen Nachkommen des alten Hauses Israel bezieht, und wie ich dies des Öfteren gesagt habe, heute Menschen, die sich zum Beispiel in Amerika befinden, in Großbritannien befinden, in Kanada, in Australien und so weiter. Aber wir sind auch heute, wenn wir bekehrte Christen sind, das geistliche Israel. Also diese Stelle bezieht sich auch auf uns. Und es heißt hier, das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein, schauen Sie, das Volk Gottes, und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben. Und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Das ist der neue Bund, von dem hier die Rede ist, der bereits schon im Alten Testament verkündigt worden ist, dass er kommen würde, der Vergebung der Sünde mit einbezieht. Das Christi oder das Opfer Christi war notwendig, aber auch ausreichend, um uns die Sünden zu vergeben. Und von daher sind Tieropfer nicht mehr länger notwendig. In Hebräer Kapitel 10 wird das uns deutlich gesagt. Hebräer Kapitel 10 und lesen wir angefangen in Vers 3. Hier wird der Grund, der Zweck der Tieropfer uns erklärt. Hebräer Kapitel 10 und Vers 3. Vielmehr geschieht dadurch alle Jahre nur eine Erinnerung an die Sünden. Schauen Sie, die Menschen hatten gesündigt. Und dann mussten sie daran erinnert werden, dass sie gesündigt hatten. So mussten sie also diese Opfer bringen, um eine Beziehung wiederherstellen zu können mit Gott. Nicht Vergebung der Sünden zu erlangen, aber eine Beziehung herzustellen mit Gott, damit Gott sich nicht von ihnen abwandte.
oder damit diese Person nicht aus der Gemeinschaft Israels, der Kirche Israels in der Wüste, wie es heißt, ausgeschlossen würde. Und so heißt es hier, vielmehr geschieht dadurch alle Jahre nur eine Erinnerung an die Sünden, denn es ist unmöglich. Es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Das war niemals der Zweck der Tieropfer. Es ist nur möglich, durch das Opfer Jesu Christi dies zu tun. Und wenn wir am Passahabend als bekehrte, getaufte Christen am Passahabend die Symbole von Brot und Wein zu uns nehmen, die eben das Blut und den Leib Jesu Christi symbolisieren, dann gedenken wir an seinen Tod, bis dass er kommt. Und wir nehmen uns nicht das Recht heraus zu sagen, ach, ich mache das, wann immer ich will. Damit würde man ja dem etwas hinzusetzen, was die Bibel sagt. Und Gott sagt, tu meinen Worten nichts hinzu, denn sonst wirst du als ein Lügner und ein Übertreter befunden werden. Das war das, was Jesus Christus bewirkte, durch seinen Tod. Die Möglichkeit auch zu schaffen, den neuen Bund mit wahren Christen zu errichten. Und so lesen wir in Vers 18 im gleichen Kapitel. Hebräer 10 und Vers 18. Wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Schauen Sie, die Tieropfer sind nicht mehr notwendig. Nun, diese Stelle sagt uns aber auch etwas anderes. Viele meinen, um Vergebung der Sünden zu erlangen, ist es nicht ausreichend, dass man lediglich in Anführungszeichen, seine Sünden bereut, eine Umkehr in seinem Leben begeht, das Vergangene in der Vergangenheit belässt, von nun an das Richtige tut, sich mit Verzweiflung an das Opfer Jesu Christi wendet, den Vater bittet, aufgrund des Opfers Jesu Christi, der für uns gestorben ist, sodass wir nicht mehr sterben müssen, uns unsere Sünden zu vergeben. Die meinen, man müsste noch mehr tun. Unglücklicherweise wird in der Lutherbibel vielfach von Buße tun gesprochen. Und das ist eine sehr schlechte Übersetzung. Es geht um Reue. Es geht um eine Sinnesänderung. Es geht um eine Sinnesänderung, die dann auch in Taten ihren Ausdruck findet. Aber die Taten, von denen ich hier spreche, sind die Taten der Gerechtigkeit. Man lebt also jetzt auf gerechte Weise. Aber viele meinen, man müsste jetzt Buße tun, indem man da irgendwelche unglaublich peinigenden Aktionen ausführen müsse. Einige haben sich sogar in der Vergangenheit mit Peitschen den Rücken zerfleischt oder haben sich da auf den Knien bis hoch zu irgendwelchen Monumenten begeben. Die Knien wurden dann blutig. Ich meine, das ist keineswegs damit gemeint. Ich meine, Gott ist keineswegs ein Masochist, der so etwas von uns verlangt. Es geht lediglich um Reue, mit anderen Worten eine Umkehr des falschen Lebensweges hin zum richtigen Lebensweg. Wenn also Vergebung der Sünden da ist, so ist kein Opfer, auch nicht ein Opfer im Sinne von diesem Bußetun, mehr notwendig. Ein solches Bußetun war sowieso nie notwendig. Das war auch wiederum eine heidnische Idee, die sich ins Christentum eingeschlichen hat. Schauen Sie, der neue Bund ermöglicht die Vergebung der Sünde, die unter dem alten Bund begangen worden ist, die aber im alten Bund nicht vergeben worden ist. Und so lesen wir in Hebräer Kapitel 9, und in Vers 15, Hebräer Kapitel 9 und Vers 15. Und darum ist er, Jesus Christus, auch der Mittler des neuen Bundes. Er ist der Mittler des neuen Bundes. Er ist derjenige, der für uns eintritt, vor Gott dem Vater. Nicht die Jungfrau Maria, nicht Heilige, die also angeblich alle jetzt im Himmel sind. Die Bibel sagt, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott, dem Vater und uns, Jesus Christus. Und wenn wir zum Vater beten, dann beten wir im Namen Jesu Christi. Wir müssen begreifen, was das bedeutet. Im Namen Jesu Christi bedeutet, dass wir uns an den Vater wenden, ihn an Jesus Christus erinnern, an die Tatsache, dass er unser Mittler ist, dass wir aber durch Jesus Christus zum Vater beten, der nun aktiv für uns eintritt. Wenn wir uns an Gott, den Vater, wenden und irgendwelche anderen Mittler da einbeziehen in diesem Gebet. Oder schlimmer noch, wenn wir uns an solche Mittler in direktem Gebet wenden, wie zum Beispiel die Jungfrau Maria, die nebenbei gesagt keine Jungfrau blieb, nachdem sie Jesus Christus geboren hat und die heute in ihrem Grab liegt,
und auf die Auferstehung von den Toten wartet. Wenn wir dies aber tun, dann begehen wir eine große Sünde, weil wir uns an Gott wenden durch Gestalten, sagen wir einmal, die nichts für uns tun können, die im Grab liegen, die tot sind. Nein, wir sollen uns an Gott, den Vater, wenden durch den Mittler, Jesus Christus. Und so lesen wir hier, und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Schauen Sie, der alte Bund gab uns auch nicht das Versprechen, ewiges Leben zu erlangen. Das war ebenfalls nicht Teil des alten Bundes. Das ist etwas, was uns der neue Bund verspricht. Nicht nur, dass wir Vergebung der Sünden erlangen können, sondern auch das ewige Leben. Was uns auch zeigt, dass wir heute noch nicht das ewige Leben haben. Wir sind, wenn wir sterben, tot. Wir haben keine unsterbliche Seele, die weiterlebt, wenn wir sterben. Christus sagt, er wird uns das ewige Leben geben, wenn er zurückkommt, denen, die in Christus gestorben sind, anderen später, wenn sie sich qualifizieren. Es heißt, dass wir sterben werden, wenn wir Sünde begehen, ohne sie zu bereuen. Der Sünde sollt, ist der Tod. Es ist aber die Gabe Gottes, dass er uns ewiges Leben geben will. Schauen Sie, das haben wir noch nicht. Aber der neue Bund bietet es uns an. Es ist also wichtig, dass wir den Bedingungen des neuen Bundes folgen. Bedingungen wie zum Beispiel Reue, wie zum Beispiel Glaube an Christi Opfer, aber auch Glaube an das Evangelium Gottes, das er Jesus Christus gebracht hat. Jesus Christus predigt das Evangelium vom Reich Gottes. Wir müssen wissen, was das Reich Gottes ist. Die meisten haben keine Ahnung vom Reich Gottes. Einige lehren sogar, dass das Reich Gottes inwendig in uns sei. Und sie schreiben da sogar, dass Jesus Christus den Pharisäern gesagt hätte, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Den gottesfeindlichen, heuchlerischen Pharisäern. Totaler Blödsinn. Christus hat es keineswegs gesagt. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist in eurer Mitte, weil er der Repräsentant des Reiches Gottes war. Schauen Sie, das Reich Gottes besteht zurzeit aus zwei Persönlichkeiten. Gott, dem Vater und Jesus Christus. Aber das Potenzial besteht, dass wir ebenfalls in das Reich Gottes, in die Familie Gottes, die über andere herrscht, eingehen können als Gottwesen, wenn wir verwandelt werden zu Geistwesen im Zeitpunkt der Wiederkunft Christi, wenn wir wahre Christen waren. Daran muss man auch glauben. An das Evangelium, die gute Nachricht, die frohe Botschaft vom Reich Gottes, die Tatsache, wer und was Gott ist und dass Gott seine Herrschaft über die Erde errichten wird, und zwar wird Christus auf Erden herrschen, und wir werden mit ihm, unter ihm herrschen, wenn wir uns qualifizieren für das Reich Gottes. Alles dies ist Teil des neuen Bundes. Daran muss man glauben, bevor man sich taufen lässt. Man muss bereits vor der Taufe die Früchte der Reue zeigen, wie uns das der Johannes der Täufer sagt, wie er das den Pharisäern gesagt hat. Johannes der Täufer wollte keineswegs die Pharisäer taufen, weil die eben nicht die Früchte der Reue gezeigt haben. Er sagt, wer hat euch davon etwas gesagt, dass ihr dem Zorn Gottes entrinnen wollt? Es wird uns gesagt, dass wenn wir Gott nicht gehorchen wollen, wenn wir das Gesetz Gottes nicht gehorchen wollen oder halten wollen, dann ist der Zorn Gottes des Vaters und Jesus Christus nach wie vor über uns. Schauen Sie, es ging darum, dass man durch den neuen Bund Vergebung der Sünden erlangen kann, aber auch letztendlich das ewige Leben. Etwas, was der alte Bund niemals durch seine Opfergesetze, durch andere rituelle Vorschriften, die nach wie vor zwar in der Bibel stehen, aber heute nicht mehr gültig sind, erlangen konnte. Aber diese rituellen Vorschriften, diese Opfergesetze hatten schon einen Sinn. Und wir haben eine Broschüre im Englischen verfasst, die uns zeigen, wie die Opfergesetze sogar auf Jesus Christus hindeuteten, jedes einzelne dieser Opfergesetze, und deutlich machten, was Jesus Christus tun würde. Sie waren ja ein Schatten des Zukünftigen, was Jesus Christus tun würde. Und so geht es auch um die rituellen Gesetze, die heute nicht mehr gültig sind, wie zum Beispiel gewisse Waschungen. Die hatten auch ihren Zweck, aber es war eben nicht der Zweck der Sündenvergebung. Es war eben nicht der Zweck des ewigen Lebens.
Aber Gott hat gleichwohl einen Bund geschlossen im Alten Testament mit den Leviten, mit Aaron und seinen Nachkommen. Und dieser Bund besteht nach wie vor. Den hat Christus nicht abgeschafft als solches, aber wir müssen verstehen, was damit gemeint ist, wie er heute eine Beziehung hat auf das, was geschieht und noch geschehen wird, und wie wir als Christen dazu stehen sollten. Schauen wir uns zunächst einmal etwas über diesen Bund an. In Malachi Kapitel 2. Malachi Kapitel 2. Und da lesen wir angefangen in Vers 4. Malachi Kapitel 2 und Vers 4. Und das ganze Buch Malachi ist natürlich eine Prophezeiung auch für uns heute. Da heißt es, siehe, ihr werdet erfahren, dass ich solches Wort über euch ergehen lasse, damit mein Bund mit Levi bestehen bleibe, spricht der Herr Zebaoth. Denn mein Bund mit ihm war, dass ich ihm Leben und Frieden gab, und ich gab ihm Furcht, Gottesfurcht, dass er mich fürchtete und meinen Namen scheute oder ehrte. Verlässliche Weisung war in seinem Munde, und es wurde nichts Böses auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte vor mir friedsam und aufrichtig und hielt viele von Sünden zurück. Die Leviten hielten viele von Sünden zurück, weil sie doch durchaus das Gesetz Gottes lehrten. Es ging nicht um Sündenvergebung, aber es ging darum, das Gesetz zu lehren. Schauen Sie, wie kann man sagen, dass Christus kam, alles dies abzuschaffen? Nein, er hielt viele von Sünden zurück, heißt es der Levi. Vers 7. Denn des Priesters Lippen sollen die Lehre bewahren. Schauen Sie, das bezieht sich nicht nur auf die physischen Leviten. Die wahren Diener Gottes, die wahren ordinierten Prediger Gottes, sind ebenfalls geistliche Leviten, die Lehre Gottes bewahren, die sie lehren und bewahren sollen. Die auch sehr notwendig sind für gewisse Funktionen in der neutestamentlichen Kirche, wie zum Beispiel Krankeneinsalbung, wie zum Beispiel Taufe. Schauen Sie, wenn Sie getauft werden, muss Ihnen ein wahrer Diener Gottes, ein ordinierter Diener Gottes, um es noch einmal deutlich zu sagen, die Hände auflegen. Es gibt viele Beispiele in der Bibel. Es gibt sogar ein Beispiel, wo Menschen getauft worden waren von einem Diakon, der aber noch kein ordinierter Prediger war. Und denen wurde der Heilige Geist eben nicht gegeben. Warum? Weil ihnen noch nicht die Hände aufgelegt worden waren von den ordinierten Geistlichen. Aber als dann die Apostel zu ihnen kamen und ihnen die Hände auflegten, da wurde ihnen dann der Heilige Geist gegeben. Es gibt Menschen, die heute meinen, man könne sich von irgendjemandem x-beliebigen taufen lassen, auch wenn der keineswegs ein ordinierter Geistlicher der Kirche Gottes sei. Und es braucht auch nicht die Notwendigkeit des Händeauflegens, und man erhält trotzdem den Heiligen Geist. Das ist ein grober und großer Irrtum, eine Selbsttäuschung. Wollen Sie mit einer Selbsttäuschung leben, bis hin zur Wiederkunft Christi? Weil Sie meinten, Sie hätten den Heiligen Geist, den Sie möglicherweise, wenn es so gewesen ist, wie ich es gerade beschrieben habe, nicht bekommen haben. Das wird ein böses Erwachen werden, wenn Sie dann vor Jesus Christus stehen, falls Sie zu dem Zeitpunkt noch leben sollten, und meinten, sie würden jetzt zur Unsterblichkeit verwandelt werden und werden es aber keineswegs. Denn Gott, der Vater, sagt uns, nur derjenige, in dem Gottes Geist wohnt, der wird die Unsterblichkeit erlangen. Und wenn er gestorben ist, der wird dann durch die Kraft des Heiligen Geistes, die in ihm wohnte, als er starb, auferweckt werden. Wie auch Jesus Christus durch die Kraft des Heiligen Geistes des Vaters auferweckt wurde von den Toten. Also es ist dies eine heilswichtige Frage, die Sie sich stellen müssen und sollten, wenn Sie nicht in einem Selbstbetrug weiterleben wollen. Und so lesen wir hier in Vers 7. Denn des Priesters Lippen sollen die Lehre bewahren, dass man aus seinem Munde Weisung suche, denn er ist ein Bote des Herrn Zebaoth. Vers 8. Ihr aber, jetzt spricht er die Leviten an, die physischen Leviten und manche auch möglicherweise geistliche Leviten. Ihr aber seid von dem Wege abgewichen. Ihr habt viele zu Fall gebracht durch falsche Weisung.
Ich kenne viele Beispiele, wo sogar Prediger der Kirche Gottes begonnen haben, falsche Dinge zu lehren. Und Gott sagt, ihr seid von dem richtigen Wege abgewichen, ihr habt viele zu Fall gebracht. Durch falsche Lehre, durch falsche Weisung. Ihr seid verantwortlich dafür, dass gesündigt wird, sagt Gott hier. Ihr habt viele zu Fall gebracht durch falsche Weisung, habt den Bund mit Levi verdorben. Spricht der Herr Zebaoth. Schauen Sie, wenn Gott jemanden heute als einen Geistlichen, als einen wahren Prediger ordiniert, und ich spreche hier bewusst von Ordination, denn die muss ebenfalls durch wahre Prediger Gottes erfolgen. Man kann sich nicht selbst ordinieren und sagen, aha, ich will jetzt von jetzt einmal ein Prediger sein. Nee, so läuft es nicht. Aber wenn man ordiniert wird, dann ist man in dem Sinne auch in ein Bündnis eingetreten mit Gott. Mit anderen Worten, man will jetzt die Wahrheit Gottes mit aller Kraft verkünden. Aber hier heißt es, dass Gott sagt, ihr habt den Bund mit Levi verdorben, spricht der Herr Zebaoth. Darum habe auch ich euch verächtlich und unwert gemacht vor dem ganzen Volk, weil ihr meine Wege nicht haltet und die Person anseht, wenn ihr Weisung gebt. Also keine richtige Weisung, sondern man hat da irgendwie Präferenzen gezeigt. Man hat gemeint, ja, weil das jetzt eine wichtige Person ist, vielleicht in der Kirche, den müssen wir also etwas Gutes tun. Und derjenige, der ja ein bisschen ja, sonderbar ist, also um den braucht man sich nicht so zu kümmern. Der Bund mit Levi, sagt Gott, der zur Zeit des Mose, zur Zeit des Aaron geschlossen wurde, der soll weiter bestehen bleiben. Schauen wir uns auch einmal Jeremia Kapitel 33 an, eine Prophezeiung, die das Gleiche uns sagt. Jeremia Kapitel 33, angefangen in Vers 18. Jeremia Kapitel 33, angefangen in Vers 18. Und den levitischen Priestern soll es niemals fehlen an einem, der täglich vor meinem Angesicht Brandopfer darbringt und Speisopfer in Rauch aufgehen lässt und Opfer schlachtet. Und das Herrn Wort geschah zu Jeremia, so spricht der Herr, wenn mein Bund mit Tag und Nacht aufhörte, dass nicht mehr Tag und Nacht sind zu ihrer Zeit, so würde auch mein Bund aufhören mit meinem Knecht David, dass er keinen Sohn mehr hat zum König auf seinem Thron. Darüber hatte ich bereits gesprochen. Das Versprechen war an David ergangen damals, dass jemand immer von seinen Nachfahren auf dem Thron Davids sitzen würde, bis hin zur Wiederkunft Christi, wenn Christus kommen würde, um diesen Thron dann, einen aktiven, tätigen, existierenden Thron, zu übernehmen. Und so haben wir auch deutlich gemacht, dass in der Geschichte, nachdem Jerusalem fiel, dieser Thron, der damals in Jerusalem bestand, und das muss man natürlich jetzt symbolisch sehen. Es geht jetzt nicht um einen buchstäblichen Thron. Man hat also jetzt nicht einen Thronsessel dann weggetragen. Es geht um die Legitimation. Dieser Thron wurde dann verpflanzt, zunächst nach Irland, dann nach Schottland und dann nach England. Und er würde dort bestehen bleiben, bis dann Jesus Christus zurückkommt, wohin dann diese Legitimation übertragen wird auf Christus in Jerusalem. Das hatte ich ja bereits mehrfach gezeigt. Aber Gott sagt hier noch mehr. Er sagt also, dieses Versprechen würde gehalten werden, so würde auch mein Bund aufhören, sagt er hier in Vers 21, mit meinem Knecht David und mit den Leviten, den Priestern, meinen Dienern. Wie man des Himmels her nicht zählen, noch den Sand am Meer messen kann, so will ich mehren das Geschlecht Davids, meines Knechtes, und die Leviten, die mir dienen. Also die Leviten würden auch nach wie vor existieren, diese physischen Leviten, und die würden verantwortlich sein für das Erbringen von Opfern. Wie kann das aber sein? Wir hatten ja gerade deutlich gemacht, dass die Opfergesetze abgeschafft wurden mit dem Tod Jesu Christi. Und wir wissen auch, dass nach 70 nach Christus, nachdem der Tempel in Jerusalem zerstört wurde, keine Opfer mehr erbracht wurden von den Juden. Die ganzen Jahrhunderte hindurch keine Opfer mehr. Und gleichwohl heißt es hier, es wird immer Leviten geben, die das tun können. Die das tun können, schauen Sie. Wenn biblische Opfer erbracht werden, wird es eindeutig und ausschließlich durch die Leviten geschehen. Was beinhaltet und was voraussetzt, dass es heute noch physische Leviten geben muss.
und dass diese physischen Leviten eine solche Tätigkeit noch erbringen werden. Nun, wird es eine solche Tätigkeit noch geben? In der Tat. Schauen Sie, wir lesen im Alten Testament, dass kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi die Juden beginnen werden, erneut Opfer zu bringen in Jerusalem. Höchstwahrscheinlich, wenn sie den dritten Tempel bauen. Es ist sehr wahrscheinlich aufgrund der biblischen Offenbarungen und Hinweise und Andeutungen, dass es einen Tempel geben wird, der gebaut werden wird, noch vor der Wiederkunft Jesu Christi. Es heißt nämlich zum Beispiel, dass der Mensch der Sünde im Tempel Gottes sitzen wird, von sich vorgeben wird, Gott zu sein. Wir lesen auch, dass wenn die Opfer erbracht werden in Jerusalem durch die Leviten, schauen Sie, diese Leviten, von denen Gott sagt, an denen wird es niemals fehlen, dann wird das Tier kommen, dieses politische, militärische, diese persönliche, diese Führerpersönlichkeit. Und die wird dann diese Opfer unterbinden. Das Buch Daniel spricht davon. In Daniel Kapitel 12, schauen wir uns dies einmal kurz an. Daniel Kapitel 12. Und lesen wir in Vers 1. Daniel Kapitel 12. Und lesen wir Vers 1. Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen, denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Das ist die große Trübsal, von der hier gesprochen wird. Eine große Trübsal, die dazu führen wird, oder zunächst einmal die dazu hinführen wird, dass diese Opfergaben, die gebracht werden in Jerusalem, unterbunden werden, denn es wird das Tier sein, das in Jerusalem einfallen wird. Man kann sich vielleicht vorstellen, was für eine Situation entstehen wird, wenn die Juden beginnen werden, in Jerusalem Opfer zu bringen, wie das die Araber so ansehen werden, der Tumult, der entstehen wird. Die Idee ist, dass das Tier jetzt kommen wird mit seinen Armeen, um diesen Tumult abzuschaffen, um Frieden in Anführungszeichen zu bringen. In Vers 11 wird uns gesagt, was zu erwarten ist. Daniel 12 und Vers 11. Und von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und das Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt wird, sind 1290 Tage. Das Gräuelbild der Verwüstung, etwas von dem Christus spricht, es bezieht sich auf die Armeen, die kommen werden, Jerusalem zu verwüsten. Es bezieht sich aber auch auf ein Gräuelbild, ein regelrechtes Gräuelbild, eine Statue, wie sie damals von dem Antiochos Epiphanes aufgestellt wurde im Tempel. Eine Statue von dem heidnischen Gott Jupiter oder Zeus. Etwas, was sehr ähnlich wieder geschehen wird in der Zukunft. Christus sagt ja, wenn ihr von dem Gräuelbild der Verwüstung hört, von dem Daniel spricht, dann wisst ihr, dass die Verwüstung Jerusalems nahe herbeigekommen ist. Aber schauen Sie, es geht im Zeitpunkt auch um die Abschaffung des täglichen Opfers. Was bedeutet, dass zunächst einmal tägliche Opfer erbracht werden? Und sie werden erbracht von den Leviten. Nun, das hat mit den Christen nichts zu tun, schauen Sie. Es geht lediglich um die Funktion der Leviten. Die Juden wissen heute genau, wer Leviten sind. Die haben das alles niedergeschrieben. Und ich habe letztlich auch Interessantes gelesen über Genforschung, wo man also anhand von Genforschung nachweisen kann und nachgewiesen hat, wer heute Leviten sind, die dann natürlich dazu benutzt werden, von Gott diese täglichen Opfer zu erbringen. Denn das Versprechen war ja, wenn Opfer im Hinblick auf das Alte Testament erbracht werden, dann von den Leviten. Aber wir wissen auch, meine Damen und Herren, das ist etwas, was viele verwirrt, dass auch im Millennium, nachdem Jesus Christus zurückgekommen ist auf diese Erde, um hier zu herrschen, Opfer erbracht werden. Zumindest für eine Zeit. Zumindest von einigen. Und auch dann wird es wieder das physische Levitentum sein, die das tun werden, die dazu benutzt werden, es zu tun. Denn das war das Versprechen Gottes. Wenn immer Opfer erbracht werden, wird es durch die Leviten geschehen. Zunächst einmal schauen wir uns dies an in Hesekiel Kapitel 44. In Hesekiel Kapitel 44 lesen wir zunächst einmal Vers 15. Hesekiel Kapitel 44 und Vers 15. Es geht hier um eine zukünftige Tätigkeit.
wenn dieser Tempel, möglicherweise der Tempel, der vor der Wiederkunft Christi erbaut wird und der dann natürlich existieren wird, wenn Christus zurückkommt, und wenn aber kein Tempel vor der Wiederkunft Christi erbaut wird, wird dieser Tempel hier im Millennium existieren, erbaut werden. Und an diesem Tempeldienst wird es natürlich dann auch nicht an Leviten mangeln, und die werden aber auch dann im Tempel und am Tempel Opfer erbringen. Und so lesen wir hier in Ezekiel Kapitel 44 und Vers 15. Und die levitischen Priester, die Söhne Zadok, die den Dienst an meinem Heiligtum getan haben, als die Israeliten von mir abfielen, die sollen vor mich treten, um mir zu dienen und vor mir stehen, um ihr Fett und Blut zu opfern, spricht Gott der Herr. Und dann lesen wir weiter in den Versen 29 und 30. Sie sollen ihre Nahrung haben, denn schauen Sie, es war den Leviten damals gestattet im Alten Testament, von den Opfern zu leben. Also wenn da jetzt Tieropfer geopfert wurden, in den meisten Fällen konnten dann die Leviten davon essen. Sie sollen ihre Nahrung haben vom Speisopfer, Sündopfer und Schuldopfer, und alles dem Bann verfallenen Israel soll ihnen gehören. Und das Beste von allen ersten Früchten und die Abgaben von allem, wovon ihr Abgaben leistet, sollen den Priestern gehören. Ihr sollt den Priestern auch die Erstlinge eures Teiges geben, damit Segen auf deinem Hause ruhe. Also wiederum hier die Funktion des levitischen Priestertums, aber das sind natürlich physische Menschen. Das sind physische Leviten, die im Millennium leben werden, die von Gott dazu ausersehen sind, diese Rituale wieder durchzuführen für eine Zeit. Für eine Zeit. Warum? Nun, zunächst einmal schauen wir uns an, an wen diese Vorschriften ergehen. Das ist wichtig zu begreifen. In Ezekiel Kapitel 43. Da wird nämlich klar und deutlich gesagt, an wen diese Vorschriften ergehen. Ezekiel 43, Vers 10. Und du, Menschenkind, beschreibe dem Haus Israel den Tempel, diesen neuen Tempel, diesen dritten Tempel, sein Aussehen, seinen Plan, damit sie sich schämen ihrer Missetaten. Es wird hier ausdrücklich das Haus Israel angesprochen und in diesem Falle das physische Haus Israel, die Nachfahren des Hauses Israel. Und Gott wird dieses Opfersystem wieder einführen für das Haus Israel, weil sie damals abgefallen sind von dem, was ihnen vorgeschrieben war. Für eine Zeit wird das eingeführt werden. Wir lesen auch in Kapitel 44, in Vers 6. Ezekiel 44 und Vers 6. Und sage dem Haus des Widerspruchs, dem Hause Israel, so spricht Gott der Herr, lass es genug sein, ihr vom Hause Israel mit allen euren Gräueltaten. Schauen Sie, wenn die Israeliten, die Nachfahren des Hauses Israel, und ich spreche jetzt nicht vom Haus Juda, die sind auch mit eingeschlossen hier, es geht aber hauptsächlich um das Haus Israel. Wenn die in die Versklavung geführt werden durch diesen Weltkrieg, der kommen wird, und werden dann erkennen, was sie getan haben, werden dann zur Reue kommen. Das wird ein Prozess sein. Und Gott hilft ihnen dabei im Millennium, wenn sie in das gelobte Land zurückgeführt werden, zu erkennen, was sie alles getan haben. Und so lesen wir hier auch in Vers 9. Darum spricht Gott der Herr, es soll kein Fremder mit unbeschnittenem Herzen oder unbeschnittenem Fleisch in mein Heiligtum, in meinen Tempel kommen, von allen Fremdlingen, die unter den Israeliten leben. Schauen Sie, es geht ausdrücklich hier um das Haus Israel, um die Nachfahren, die physischen Nachfahren des Hauses Israel. Warum? Um ihnen begreiflich zu machen, was das Opfer Jesu Christi bedeutet. Schauen Sie, als damals den Israeliten im Haus Israel und im Haus Juda das Opfergesetz gegeben wurde, das war nie etwas, was Gott eigentlich von vornherein wollte. Er sagt ja auch selbst, ich habe kein Wohlgefallen an Opfern. Ich habe Wohlgefallen daran, dass ihr meine Wege verfolgt und bewahrt. Aber die Israeliten haben das total abgelehnt. Die haben die Opfer als eine Legitimation angesehen, um weiter sündigen zu können. Und haben nachher sogar das Opfer insoweit verdreht, dass sie begonnen haben, ihre eigenen Kinder den falschen Götzen zu opfern, ganz buchstäblich. Sodass sie dann damals schon in die Versklavung geführt wurden. Die Israeliten durch die Assyrer, die Juden durch die Babylonier. Die Juden kamen aus der Versklavung zurück. Die Israeliten sind niemals zurückgekommen. Sie leben heute, wie ich sagte, in diesen europäischen und amerikanischen Ländern und in Australien, Kanada und so weiter.
Die werden erneut in die Versklavung gehen müssen, weil sie nämlich zwar keine Opfer mehr bringen in dem Sinne, aber nach wie vor Götzendienst betreiben und Jesus Christus ablehnen, den wahren Jesus Christus, keine Ahnung haben. Keine Ahnung haben im Großen und Ganzen, wer Jesus Christus war und wer er heute ist und was seine Funktion ist. Schauen Sie, die Opfer, die Gott für eine gewisse Zeit wieder einführen wird im Millennium, sollen die Israeliten dazu bringen, zu erkennen, wie gewaltig das Opfer Jesu Christi ist. Zunächst einmal abzulassen von all dem heidnischen Götzendienst, den sie betreiben, und dann aber auch zu erkennen, was das Opfer Jesu Christi für sie getan hat, und dass diese ganzen Tieropfer eigentlich ja nur darauf hindeuteten, was Jesus Christus tun würde im Alten Testament, und wenn wir jetzt uns auf das Millennium beziehen, was er für sie getan hat. Das ist Teil der Reue, die kommen wird. Und ich gehe davon aus, dass diese Opfer nicht allzu lange andauern werden, aber sie werden zunächst einmal von Gott eingeführt werden. Die Bibel sagt dies klar und deutlich. Und das ist jetzt wichtig zu verstehen. Also die Tatsache, dass jetzt im Millennium Opfer erbracht werden, bedeutet nicht, dass wir sie heute erbringen. Es geht zunächst einmal ja gar nicht um geistliche Christen. Es ging damals und auch geht dann in der Zukunft um physische Israeliten, die zur Bekehrung hingeführt werden sollen. Schauen Sie. Und es wird wiederum die Leviten sein, wie Gott dies versprochen hat, die das ausführen werden, physische Leviten. Nun, wir müssen eines begreifen. Diese Opfer auch im Millennium werden nicht zum Zwecke der Sündenvergebung erbracht werden. Sie waren es damals nicht, im Alten Testament, sie werden es auch in der Zukunft nicht sein. Das Opfergesetz wurde damals eingeführt, nachdem die Israeliten gesündigt hatten, nachdem sie die 10 Gebote und die Rechtsvorschriften und Satzungen, die 10 Gebote näher beschreiben, übertreten hatten. Sie wurden eingeführt, um sie an ihre Sünden zu erinnern, um eine Beziehung wiederherzustellen zwischen Gott und den Menschen, damit es nicht zu einer totalen Trennung kommen würde, die dann letztendlich doch geschah, als sich Gott abwenden musste von den Israeliten, weil sie so schrecklich sündigten und das Opfergesetz total irgendwie als Alibi verwandten, um sündigen zu können. Die Menschen im Millennium sollen lernen, zunächst einmal, wie groß das Opfer Jesu Christi war. Und Gott hat es so vorherbestimmt, dass zunächst einmal physische Tieropfer wieder eingeführt werden für eine gewisse Zeit, um die Menschen zum Opfer Jesu Christi bringen zu können. Wenn Satan und seine Dämonen nicht mehr in der Lage sind, die Menschen zu verführen, dann wird es eine Weltregierung des Friedens geben. Es wird ein physisches, levitisches Priestertum geben. Im Millennium. Wie es heute auch bereits immer noch existiert, wie wir gesehen haben. Die Leviten werden weiterhin die Opfer darbringen, und zwar, das ist wichtig zu begreifen, für unbekehrte Menschen. Für unbekehrte Menschen. Sowohl vor der Wiederkunft Christi, wenn die Juden beginnen werden, die Opfer in Jerusalem wieder zu bringen, als auch nach der Wiederkunft Christi für eine gewisse Zeit. Es geht um physische Leviten, die physische Opfer für physische unbekehrte Menschen für eine gewisse Zeit bringen werden. Das war letztendlich die Aufgabe der Leviten auch im Alten Testament. Es ging niemals um Bekehrung. Es ging niemals darum, dass die Leviten dazu angehalten wurden, durch diese Opfer Sündenvergebung zu bewirken. Das war niemals der Fall damals, das wird auch nicht der Fall in der Zukunft sein. Doch Christus ist heute der Hohepriester für bekehrte Christen. Man muss das Opfer Jesu Christi annehmen, um Teil dieser Priesterschaft Christi zu werden. Das levitische Priestertum hatte nicht die Aufgabe, um es noch einmal zu sagen, unbekehrte Menschen zur Bekehrung zu bringen, zur Vollkommenheit zu führen, sondern es ging nur darum, unbekehrte Menschen an ihre Sünden zu erinnern, nicht Vergebung zu bewirken. In 2. Korinther Kapitel 3, in 2. Korinther Kapitel 3, die Verse 7 bis 8.
Da sagt Paulus, wenn aber schon das Amt, das den Tod bringt und das mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, so dass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte, sie erinnern sich daran, als Mose mit Gott gesprochen hatte, musste er eine Decke auf sein Haupt legen, weil sein Haupt voll Herrlichkeit glänzte, aber das war vorübergehend. Wie, Vers 8, sollte nicht vielmehr das Amt, das den Geist hat, Herrlichkeit haben? Schauen Sie, das Amt, das den Tod bringt, von dem Paulus hier spricht, das war das Amt der damaligen Leviten und anderer und beinhaltete die Todesstrafe für Sünde. Na, darauf werden wir noch in einer der weiteren Predigten eingehen. Die Kirche Gottes hat heute keineswegs die Aufgabe, jemanden zu töten. Das ist nicht das Amt, das die Kirche heute hat. Das Amt, wie es hier heißt, das den Geist gibt. Aber damals bestand die Todesstrafe für Übertretungen, die physische Todesstrafe. Das Ritualgesetz konnte keine Sünde vergeben. Das levitische Priestertum konnte kein ewiges Leben geben, konnte den Heiligen Geist nicht geben, das war nicht deren Aufgabe. Das wird auch deren Aufgabe in der Zukunft nicht sein. Sein Amt war nicht in der Lage, den Tod zu vernichten. Das ist das, wovon Paulus hier spricht. Das Amt der geistlichen Leviten sozusagen, der geistlichen Prediger Gottes, die haben eine andere Funktion. Die haben die Funktion, Versöhnung zu predigen. Die haben die Funktion, Versöhnung des Menschen mit Gott zu predigen. Auf das Opfer Jesu Christi hinzuweisen. Darauf hinzuweisen, dass Vergebung der Sünde erlangt werden kann. Ewiges Leben erlangt werden kann. Der Heilige Geist erlangt werden kann. Und diese Verantwortung ist sehr gewaltig. Denn bevor ich jemanden taufe, möchte ich wissen, dass diese Person auch wirklich bereit ist, den Weg Gottes zu gehen und auch die gesamten Komponenten erkannt hat, um die es geht, bevor man sich taufen lässt. Ich könnte mir die Sache einfach machen und wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte mich taufen lassen, okay, dann lasse ich ihn halt taufen. Nein, es geht mir darum zu erkennen, dieses Amt, das den Geist gibt, auszuüben richtigerweise, ob jemand auch wirklich alles dies versteht. Denn die wahre Taufe ist kein Weg des Zurücks mehr. Es ist eine lebenslange Verpflichtung. Denn wenn man den Heiligen Geist wirklich erhalten hat und dann wieder verliert, dann hat man keine Zukunft mehr. So wichtig ist das. Und so ist das Ritualgesetz, das Opfergesetz für uns heute, für bekehrte Christen, für solche, die bekehrte Christen werden wollen, nicht mehr gültig. Es geht nicht mehr um unbekehrte Menschen, die eine gewisse Beziehung in einer fleischlichen Gemeinschaft, wie das damals die Kirche des Alten Testamentes in der Wüste war, herzustellen. Es geht hier um eine individuelle Persönlichkeit und eine individuelle Beziehung zu Christus, zu Gott dem Vater. Hebräer Kapitel 9. Hebräer Kapitel 9, die Verse 9 und 10. Hebräer Kapitel 9, die Verse 9 bis 10. Der ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit. Es werden da Gaben und Opfer dargebracht. Nun, Paulus schrieb dies, als bereits noch diese Opfer und so weiter dargebracht wurden. Aber er wusste, dass der Zeitpunkt kommen würde, wenn die Römer in Jerusalem einfallen würden, wenn das aufgehoben werden würde, wenn der Tempel zerstört werden würde. Aber als er das schrieb, ja, da wurden noch Opfer dargebracht. Aber er zeigt hier, wie eigentlich überflüssig das war für Christen. Er sagt, das ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit. Es werden da Gaben und Opfer dargebracht, die nicht im Gewissen vollkommen machen können den, der den Gottesdienst ausrichtet. Dies sind nur äußerliche Satzungen über Speise und Trank und verschiedene Waschungen, rituale Vorschriften, die bis zu der Zeit einer besseren Ordnung auferlegt sind. Und die bessere Ordnung bezieht sich natürlich auf die Tatsache, dass Christus kam, den neuen Bund zu errichten. Nicht mehr diesen alten Bund mit den Opfergesetzen, die ihre Berechtigung hatten, die auch ihre Berechtigung im Millennium haben werden. Aber darum geht es nicht, wenn wir uns jetzt mit dem wahren Christentum beschäftigen. Deswegen muss man auch aufpassen. Schauen Sie, als wahre Christen kümmern wir uns nicht so unbedingt um die Traditionen, die die Juden haben.
Wir leben nach dem, was uns die Bibel lehrt. Christus hat ja vielfach die Pharisäer dafür angegriffen, dass sie ihre Traditionen aufrechterhalten wollten und damit die Gebote Gottes ablehnten. Also es kann uns nicht darum gehen, nachzuforschen, wie die Juden so gewisse Dinge tun und meinten, wir müssen das heute auch so tun. Nein, darum kann es nicht gehen. Es geht darum, zu leben, wie uns die Bibel das sagt, im Alten als auch im Neuen Testament. Und wir müssen aufpassen, dass wir durch Tradition, nach unserer eigenen Tradition, die natürlich vielfach aus dem Heidentum gekommen sind, dass wir da nicht die Gebote Gottes damit auflösen. Also es war dies ein vorübergehendes Opfergesetz, aber es war dies, und darauf will ich jetzt kurz noch zu sprechen kommen, ein Gesetz. Die meisten Menschen haben heute keinerlei Vorstellung, wenn sie von dem Gesetz lesen, was damit gemeint ist, und sie meinen, aha, es gibt Stellen, wo da die Rede davon ist, dass das Gesetz abgeschafft ist. Und sie meinen damit sind also die 10 Gebote abgeschafft. Und verstehen nicht, dass das Wort Gesetz im Zusammenhang verstanden werden muss. Schauen Sie, als Anwalt verstehe ich das sehr gut. Ich kann zum Beispiel sagen, das Gesetz befiehlt mir, ich soll nicht länger oder schneller als 55 Kilometer in der Stunde fahren. Ich kann sagen, das Gesetz befiehlt mir dies. Ich beziehe mich hier auf das Straßenverkehrsgesetz. Ich beziehe mich hier nicht auf das bürgerliche Gesetz oder auf das Verwaltungsgesetz oder auf das Strafgesetz oder was immer. Und so ist auch hier in der Bibel vielfach vom Gesetz die Rede. Man muss aber aus dem Zusammenhang sehen, welches Gesetz gemeint ist. Wenn von der Abschaffung des Gesetzes die Rede ist, ist damit niemals das Gesetz der 10 Gebote gemeint. Niemals die Abschaffung der Vorschriften und Satzungen gemeint, die 10 Gebote näher beschreiben. Es geht um das Ritualgesetz, es geht um vorübergehende Waschungen, es geht um das Opfergesetz. In Hebräer Kapitel 10 lesen wir, angefangen in Vers 1, denn das Gesetz, nun, die irrtümlich sind, die ignorant sind, die keine Ahnung haben von dem, was die Bibel lehrt, die springen auf eine solche Stelle und sagen, aha, hier wird gesagt, das Gesetz der 10 Gebote ist abgeschafft. Denn Christus kam es abzuschaffen. Gott muss uns den Sinn öffnen für sein Wort. Die Bibel ist in der Tat ein Mysterium, wie es heißt, ein Geheimnis, das Gott uns offenbaren muss. Sie können nicht einfach, wenn sie nicht von Gott berufen sind, die Bibel aufschlagen und meinen, sie könnten das alles jetzt verstehen. Deswegen gibt es so viele Irrtümer. Deswegen gibt es so viele falsche Vorstellungen. Deswegen gibt es so viele Religionen und religiöse Zweige, weil man den Heiligen Geist Gottes braucht, der mit einem zunächst einmal wirkt vor der Taufe und dann in einem wirkt nach der Taufe, der uns das Geheimnis der Bibel offenbaren muss. Christus sagt deutlich, ich danke dir, Vater, dass du das Wort denjenigen, die also sich als klug dünken, verschleiert hast. Und hast es aber denen offenbart, die Kinder sind, die kleine Babys sind, mit anderen Worten, die die demütige Haltung haben, gegenüber Gott von ihm sich belehren lassen zu wollen. So sagt Paulus hier, denn das Gesetz hat nur einen Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Welches Gesetz ist gemeint? Und er schreibt es hier deutlich in Vers 2 oder noch den weiteren Absatz hier in Vers 1. Deshalb kann es die opfern, es geht hier um das Opfergesetz, deshalb kann es die opfern, nicht für immer vollkommen machen, da man alle Jahre die gleichen Opfer bringen muss. Darum geht es hier in diesem Falle. Es geht um das Gesetz. Natürlich war das Opfergesetz ein Schatten für das, was Christus tun würde. Die Opfer wiesen auf Christi Opfer hin. Es war ein Opfergesetz. In Vers 8 in Hebräer Kapitel 10. Zuerst hatte er gesagt, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Sie gefallen dir auch nicht, obwohl sie doch nach dem Gesetz geopfert werden. Welches Gesetz wird angesprochen? Das Opfergesetz wiederum. Aber das war niemals in Gottes Absicht. Darum ging es ihm letztendlich nicht. Es ging ihm letztendlich darum, dass der Mensch nicht sündigen sollte. Dann aber Vers 9 sprach er, siehe, ich komme zu tun deinen Willen. Da hebt er das Erste auf. Was hebt er auf? Das Opfergesetz. Damit er das Zweite einsetze. Was einsetze? Nun, den neuen Bund. Die Möglichkeit, durch das Opfer Jesu Christi die Vergebung der Sünden zu erlangen, etwas, was das Opfergesetz niemals angeboten hat. Ewiges Leben zu erlangen.
den Heiligen Geist zu erlangen. Alles dies war nicht Teil des Opfergesetzes. Aber es ist ein Gesetz, schauen Sie, es wird als ein Gesetz bezeichnet, aber es ist eben nicht das Gesetz der 10 Gebote. Es ist nicht das Gesetz der Rechtsvorschriften und Satzungen, die uns sagen, wie wir ein Gott wohlgefälliges Leben führen sollen. Ich möchte gleichwohl hier Ihnen deutlich machen, dass im Alten Testament das Wort Gesetz sich lediglich auf das Ritualgesetz beziehen kann. Und das gilt auch für das Neue Testament, wenn natürlich Stellen aus dem Alten Testament zitiert werden. Und da ist jetzt die unglaubliche Verwirrung bei den meisten, die das nicht begreifen. Die nicht begreifen, dass mit dem Gesetz, je nach dem Zusammenhang, verschiedene Dinge beschrieben sind. Und dann diese selbsterklärten, selbsterleuchteten Prediger, die etwas anderes lehren, die sind eben irreführende Kapazitäten auf ihrem Gebiet, die eben den Christen nicht die Wahrheit mitteilen können, weil sie sie selbst nicht verstehen. In 3. Mose Kapitel 12, die Verse 6 und 7. Und wenn die Tage ihrer Reinigung für den Sohn oder für die Tochter um sind, soll sie dem Priester ein einjähriges Schaf bringen zum Brandopfer und eine Taube oder Turteltaube zum Sündopfer vor die Tür der Stiftshütte. Der soll es opfern vor dem Herrn und sie entsühnen, so wird sie rein von ihrem Blutfluss. Also hier war eine physische Krankheit und was immer. Es ging hier um die Geburt eines Kindes. Das ist das Gesetz für die Frau, die einen Knaben oder ein Mädchen gebiert. Schauen Sie, das war ein Gesetz, ein Ritualgesetz. Das ist heute natürlich nicht mehr gültig. Aber es war ein Gesetz. Schauen wir uns 3. Mose Kapitel 14 an, Vers 2. So kann also Paulus zum Beispiel nachher sagen, das Gesetz ist nicht mehr gültig, wenn er sich im Zusammenhang jetzt auf dieses Gesetz hier bezieht. Aber daraus kann man jetzt einen Schluss folgen und sagen, aha, von daher ist alles das, was im Alten Testament geschrieben steht und als Gesetz beschrieben steht, nicht mehr gültig. Ich meine, nur ein konfuser Theologe würde auf eine solche Idee kommen. Ein normaler Mensch, in Anführungszeichen, ein Rechtsanwalt zum Beispiel, der sich mit Gesetzen auskennt, würde niemals eine solche falsche Idee von sich geben. Es sei denn, er ist ebenfalls genauso konfus wie ein konfuser Theologe. 3. Mose Kapitel 14 und Vers 2. Dies ist das Gesetz über den Aussätzigen, wenn er gereinigt werden soll. Und dann werden hier wiederum Waschungen, rituale Gesetze aufgeführt. Aber das ist lediglich eine Vorschrift bezüglich dieser Reinigung, dieser Waschung, die heute nicht mehr gültig ist, aber es ist ein Gesetz. Ganz deutlich wird es hier als ein Gesetz beschrieben. Vers 32 im gleichen Kapitel. Das ist das Gesetz für den Aussätzigen, der nicht so viel aufbringen kann zu seiner Reinigung. Da werden also andere Vorschriften hier erlassen. Die Verse 54 bis 57. Das ist das Gesetz für alle Arten des Aussatzes und Grindes, über den Aussatz an Kleidern und Häusern, über Erhöhungen, Ausschlag und weiße Flecken, damit man Weisung habe, wann etwas unrein oder rein ist. Das ist das Gesetz über den Aussatz. Das hatte damals schon ihre Berechtigung. Nur, es ist heute nicht mehr gültig. Nur, es wird ein Gesetz. Es war ein Gesetz und wird als solches beschrieben. Also diese Waschungen, die hier beschrieben werden, die also mit der Reinigung des Aussatzes in Verbindung stehen. In 4. Mose Kapitel 5. Und da gibt es so viele Stellen im Alten Testament, die das deutlich machen. 4. Mose Kapitel 5, die Verse 29 bis 30. Das ist das Eifersuchtsgesetz. Nun, wenn Sie diese ganze Stelle lesen, es ist interessant, was da hier beschrieben steht. Das ist das Eifersuchtsgesetz. Wenn eine Frau ihrem Manne untreu ist oder unrein wird, oder wenn der Geist der Eifersucht über einen Mann kommt und er auf seine Frau eifersüchtig wird, so stelle er sie vor den Herrn und der Priester tue mit ihr alles nach diesem Gesetz. Und dann werden hier gewisse Rituale durchgeführt. Und der Mann soll frei sein von Schuld, aber die Frau soll ihre Schuld tragen. Auch das ist ein Gesetz. Hier wird es deutlich gesagt. Der Priester tue alles nach diesem Gesetz. Ein rituelles Gesetz, das heute nicht mehr gültig ist, das aber als ein Gesetz beschrieben wird. Und wie ich sagte, es gibt so viele Beispiele, die ich hier Ihnen anführen könnte, in 4. Mose 19. In 4. Mose 19 lesen wir in Vers 14. 4. Mose 19 und Vers 14. Das ist das Gesetz. Das ist das Gesetz.
Wenn ein Mensch in seinem Zelt stirbt, soll jeder, der in das Zelt geht und wer im Zelt ist, unrein sein 7 Tage. Ein absolut rituelles, vorübergehendes Gesetz, das heute keine Wirkung mehr hat auf uns bezogen. Aber es wird das Gesetz beschrieben, als ein Gesetz identifiziert. Sogar das Gesetz heißt es hier. Aber der Zusammenhang ist wichtig. Und so lesen wir auch dann in Vers 19. Es soll aber der Reine den Unreinen am 3. Tag und am 7. Tage besprengen und ihn am 7. Tage entsündigen. Der soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser abwaschen, so wird er am Abend rein. Schauen Sie, das war diese rituelle Vorschrift, dieses Gesetz. Nicht mehr gültig heute, wie Paulus sagt. Diese Waschungen, diese Rituale, die waren nur bis zu einer Zeit der besseren Ordnung verschrieben. Die hatten ihre Berechtigung, natürlich. Aber sie sind heute für Christen nicht mehr gültig. Gleichwohl werden sie das Gesetz genannt. Nun, es gibt ein anderes Gesetz, auf das ich das nächste Mal zu sprechen kommen will. Das 10. Gesetz. Ist das nach wie vor gültig? Man muss auf den Zusammenhang sehen. Die vorschnelle Antwort ist ja, aber ich werde Ihnen aus der Bibel beweisen, warum. Und wie es heute zu handhaben ist. Und diese Handhabung beinhaltet auch die Existenz der Kirche Gottes. Einige meinen, die könnten individuelle Christen sein. Die bräuchten sich in irgendeiner Form nicht an die Kirche Gottes zu halten. Nun, Christus sagt, wenn er das tut, dann schneidet ihr euch von dem Leib Christi ab. Und die Kirche, die wahre Kirche Gottes, ist der Leib Christi. Und es ist wichtig für Sie zu begreifen, wo die wahre Kirche Gottes heute ist und wer dazu gehört. Viele nehmen für sich in Anspruch, sie seien Teil der Kirche und sind es keineswegs. Also auch das ist wichtig zu begreifen und das werden wir dann in der nächsten Sendung uns anschauen. Aber ich möchte hier kurz einige Beispiele noch kurz Ihnen geben, um zu zeigen, dass auch im Neuen Testament das Wort Gesetz je nach Zusammenhang wichtig ist. Man muss begreifen, von welchem Gesetz die Rede ist. Man kann nicht einfach pauschal sagen, also wenn vom Gesetz die Rede ist im Neuen Testament, das bezieht sich immer auf das gesamte Gebäude des Alten Testamentes, inklusive 10 Gebote, inklusive Satzungen und so weiter. Das ist total verkehrt und führt zu unglaublichen, gottesfeindlichen Ausführungen und Schlussfolgerungen. Schauen wir uns einmal an, wie der Apostel Paulus das Wort Gesetz gebraucht. Zum Beispiel im Römerbrief. Es gibt auch wiederum hier so viele Stellen, die ich Ihnen hier anführen könnte. Aber ich will das kurz zeigen, um zu sehen und Ihnen deutlich zu machen, wie sehr aufzupassen Sie haben, wenn es um das Gesetz geht. In Römer Kapitel 7 lesen wir zum Beispiel in Vers 21. Da sagt der Paulus, nachdem er seinen Kampf als ein bekehrter Christ seit vielen Jahren bekehrt, mit der Sünde beschreibt. Denn wenn Sie ein bekehrter Christ sind, wenn Sie den Heiligen Geist haben, bedeutet das noch lange nicht, dass Sie von jetzt ab dann ein sündenloses Leben führen. Der Kampf wird weiterhin bestehen, aber mit Gottes Geist kann man ihn überwinden. Aber es wird manchmal schwierig sein. Und man wird manchmal fallen in dem Sinne, dass man versagt. Man kann aber dann zurückkehren zu Christus, das Opfer Jesu Christi anwenden. Und es heißt im 1. Johannesbrief, wenn man das tut, wenn man bereut und Vergebung erhofft und erheischt und sie sich haben will, dann wird Gott, der Vater, ihn von aller Sünde reinigen. Und so lesen wir hier, aber was Paulus sagt, Vers 21 in Römer Kapitel 7, so finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz, nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Und jetzt sagt er hier in Vers 25 am Ende, so diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Schauen Sie, wie Paulus das hier in metaphorischer Weise beschreibt. Er benutzt das Wort Gesetz, aber er schreibt seinen Kampf mit der Sünde, seiner menschlichen Natur, die nach wie vor in ihm ist, die er überwinden muss, durch das Gesetz des Geistes. Mit anderen Worten, Gottes Geist gibt uns jetzt die Fähigkeit, es zu tun. Aber wenn man das nicht begreift, dann liest man eine Stelle und sagt, ach hier, Gesetz der Sünde. Mit anderen Worten, das Gesetz Gottes ist sündhaft. Ja, glauben Sie wirklich, dass Gott den Menschen überhaupt ein Gesetz gegeben hätte, das sündhaft sein könnte? Aber wie gesagt, die Menschen kapieren nicht, worum es hier eigentlich geht. In Kapitel 8, in Römer Kapitel 8, lesen wir Vers 2, weil Paulus hier wiederum diese metaphorische Darstellung bringt.
Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Mit anderen Worten, der menschlichen Natur in uns, die wir aber überwinden können, durch den Geist, der in uns lebt. Schauen wir uns auch in Kapitel 5 einmal an, was Paulus sagt. Auch hier wird das Gesetz wieder in anderer Weise gebraucht, aber in sehr wichtiger Weise. Vers 20, Römer 5 und Vers 20. Das Gesetz aber ist inzwischen hineingekommen, damit die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Sünde oder da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden. Wovon spricht Paulus hier? Das Gesetz ist hineingekommen. Es geht hier wiederum um das Opfergesetz. Schauen Sie, Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Sünde bestand in dem Augenblick, wo das Gesetz übertreten wurde. Welches Gesetz ist gemeint? Nun, das geistliche Gesetz Gottes, manchmal wird es das moralische Gesetz Gottes genannt, das aus den 10 Geboten besteht, aus den Rechtsvorschriften, aus den Satzungen. Denn, schauen wir uns in Kapitel 5 und in Vers 13 an, was Paulus sagt. Denn die Sünde war wohl in der Welt. Nun, Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Also da die Sünde in der Welt war, musste das Gesetz Gottes übertreten worden sein. Ehe das Gesetz kam. Es muss hier ganz notwendigerweise von einem anderen Gesetz gesprochen werden, als von dem Gesetz der 10 Gebote. Das Gesetz, das kam, das eingeführt wurde, von dem auch der Brief der Galater spricht, war das Opfergesetz. Schauen Sie, die Sünde bestand in der Übertretung des Gesetzes, des geistlichen Gesetzes Gottes. Und jetzt wurde das Opfergesetz eingeführt, um die Menschen an ihre Sünden zu erinnern. Die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam. Aber wo kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht angerechnet, heißt es hier. Heißt das jetzt also, dass die Menschen damals, bevor, wie einige sagen, die 10 Gebote kamen, die da gesündigt haben, die hatten keine Strafe dafür zu bezahlen? Keineswegs, Vers 14, dennoch herrschte der Tod. Von Adam an bis Mose, schauen Sie, der Sünde soll es der Tod. Also das Gesetz der 10 Gebote bestand. Das Gesetz wurde übertreten. Der Tod herrschte als Konsequenz. Das ist deutlich, was Paulus hier sagt, aber jetzt wurde aufgrund der Sünde der Israeliten das Opfergesetz hinzugefügt. Und Paulus beschreibt dieses Opfergesetz als den Zuchtmeister, der über uns herrschte, bis Christus kam. Und jetzt sind wir nicht nur unter dem Zuchtmeister, unter dem Zuchtmeister der Opfergesetze. Auch darum geht es hier, schauen Sie. Aber wenn es um das Gesetz der 10 Gebote geht, dann macht Paulus, der angeblich immer denunziert wird als jemand, der das Gesetz der 10 Gebote abgeschafft hätte, der macht sehr weitreichende Bemerkungen hier, auch im gleichen Römerbrief. In Römer Kapitel 3 und Vers 31. Und das soll mir mal jemand erklären, der behauptet, dass Paulus gelehrt habe, das Gesetz der 10 Gebote sei abgeschafft, inklusive des Sabbats. Wie? Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne, sondern wir richten das Gesetz auf. Schauen Sie, es geht um das Gesetz, das geistliche Gesetz, das moralische Gesetz der 10 Gebote, der Satzungen und Vorschriften. Paulus sagt, wir richten es auf. Wenn wir an Christus glauben, an die Tatsache, dass er für uns gestorben ist, bedeutet das nicht, dass wir jetzt weiter in Sünde leben können. Und Sünde ist die Übertretung des Gesetzes Gottes. Schauen wir uns an, was er in Römer Kapitel 7 und Vers 12 sagt. Römer Kapitel 7 und Vers 12. So ist also das Gesetz. Nun wiederum, was ist der Zusammenhang? Hier geht es um die 10 Gebote, die Rechtsvorschriften, die Satzungen, die 10 Gebote näher beschreiben. So ist das Gesetz heilig. Und das Gebot ist heilig. Gerecht. Gerechtigkeit ist definiert als das Halten der Gebote Gottes und gut. Nun, warum würde Paulus sagen, okay, das Gesetz ist heilig, recht und gut, aber gleichwohl abgeschafft? Macht das einen Sinn? Römer Kapitel 13. Römer Kapitel 13 und Vers 8. Römer Kapitel 13 und Vers 8. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt.
Er hat es nicht abgeschafft. Es geht ja darum, man soll ja den anderen lieben. Und wenn man ihn liebt, dann erfüllt man das Gesetz. Das Gesetz der 10 Gebote, das uns sagt, zumindest in den letzten 6 der 10 Gebote, wie man den Nächsten liebt. Und er sagt ja auch deutlich, in Vers 9, denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Auch eine Stelle aus dem Alten Testament. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Man füllt das Gesetz damit an, man erfüllt es damit, man beobachtet es damit, dass man den Nächsten liebt. Und wenn man ihn liebt, dann tut man ihm nichts Böses, dann tötet man ihn nicht, auch nicht im Krieg. Dann bricht man nicht die Ehe des Nächsten mit dessen Frau, aus was für Gründen auch immer. Dann begeht man keine Abtreibung eines ungeborenen Kindes. Dann tut man dem Nächsten nichts Böses, dann bestiehlt man ihn nicht, dann belügt man ihn nicht. Dann begehrt man nicht die Dinge, die der Nächste hat. Also wer solche Stellen lesen kann und dann sagen, das bedeutet also, dass hier Gott die 10 Gebote abgeschafft habe, also das ist meines Erachtens, und ich will das nicht sagen, was es meines Erachtens ist, aber Sie können sich selbst das denken, was ich hier sagen möchte. In 1. Timotheus Kapitel 1, 1. Timotheus Kapitel 1, und lesen wir einmal auch eine Stelle, die immer wieder angeführt wird, um uns sagen zu wollen, das Gesetz Gottes, die 10 Gebote, seien heute nicht mehr gültig. 1. Timotheus Kapitel 1 und Vers 8. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist. Das hat er ja eben im Römerbrief schon gesagt. Wenn es jemand recht gebraucht. Natürlich, es ist nicht gut für uns, wenn wir es übertreten. Weil er weiß, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist. Aha, also jetzt sind wir gerecht, wir brauchen kein Gesetz mehr. Nun, das ist nicht damit gemeint. Das Gesetz sagt uns, wie wir leben sollen. Dem Gerechten ist kein Gesetz gegeben in dem Sinne, dass wir jetzt die Strafe dafür zu zahlen haben, weil wir es übertreten. Denn was sagt er hier? Dem Gerechten ist kein Gesetz gegeben, sondern den Ungerechten und Ungehorsamen, schauen Sie, diejenigen, die das Gesetz eben nicht halten, den Gottlosen und Sündern, den Unheiligen und Ungeistlichen, den Vatermördern und Muttermördern, den Totschlägern, den Unzüchtigen, den Knabenschändern, den Menschenhändlern, den Lügnern, den Meineidigen und wenn noch etwas anderes der heilsamen Lehre zuwider ist, nach dem Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut ist. Natürlich, das Gesetz wendet sich gegen alle diese Dinge. Das Gesetz wendet sich nicht gegen uns, wenn wir diese Dinge nicht tun. Aber wenn wir sie tun, dann gehören wir zu dieser Kategorie, die hier aufgeführt sind. Und es gibt weitaus mehr Kategorien von Ungerechtigkeit, die Paulus beschreibt. Diese Stelle anwenden zu wollen und zu sagen, aha, von daher braucht man das Gesetz nicht mehr zu halten oder für uns gibt es kein Gesetz. Wir werden von Natur aus tun, was richtig ist, steht im Widerspruch zu dem, was Paulus sagt. In meinem Gesetz oder in meinem Körper ist ein Gesetz der Sünde, das ich überwinden muss. Man kann eben nicht von Natur aus tun, was richtig ist. Gott muss es einem zeigen und uns dann die Kraft geben, es zu tun. Das Gesetz Gottes, wie wir gelesen haben, soll in unseren Herzen sein, sodass wir es befolgen, in richtiger Weise erfüllen. Hebräer Kapitel 8, jetzt zum Abschluss der heutigen Predigt. Und dann werde ich das nächste Mal dann auf weitere Gesetze eingehen, die nach wie vor gültig sind und solche, die nicht gültig sind. Wie zum Beispiel das 10. Gesetz, das nach wie vor gültig ist, wenn man es richtig begreift. Aber in Hebräer Kapitel 8, lesen wir in Vers 10, das hatten wir bereits gelesen, ich will es noch einmal lesen. Es ist wichtig zu begreifen in diesem Zusammenhang. Das ist der Bund, der neue Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn. Und ihr Herz will ich es schreiben. Und dann will ich ihr Gott sein. Und dann sollen sie mein Volk sein. Heute wird die Kirche Gottes als das Volk Gottes beschrieben. Wir können das nicht in Anspruch nehmen für uns, wenn wir nach wie vor Gottes Gesetz übertreten und sagen, das Gesetz sei abgeschafft, wir brauchen es nicht mehr zu halten. Kapitel 10 und Vers 16.
Da sagt es Gott erneut. Es ist scheinbar sehr wichtig, dass Gott es wiederholt und wiederholt uns sagt. Hebräer Kapitel 10, Vers 16, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn will ich es schreiben und ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Sünde, die Übertretung des Gesetzes. Das Gesetz ist jetzt in unseren Herzen. Wir wollen es halten. Auf richtige Weise. Gottes Geist in uns ermöglicht es uns, es zu tun. Und wenn wir straucheln, können wir wiederum Vergebung der Sünde erlangen. Und Gott reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, wie es heißt. Aber zu meinen, dass man jetzt das Gesetz dadurch übertreten kann, dass man sagt, es gibt es nicht mehr, oder Christus kam es abzuschaffen, und durch ein neues Gesetz zu ersetzen, das allerdings dann einige wichtige Vorschriften nicht mehr enthält, ist unehrlich, ist gefährlich, ist gottesfeindlich und kann zum Verlust des Heils führen, wenn man nicht sehr aufpasst. So bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.